Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Wir sind in der Version 1.53.0.22s. Ja, wir haben Update bekommen, beziehungsweise falsch aus, die Beta ist draußen, die 1.53. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, man hat also mächtig was getan. Wir sind jetzt hier unten. Das Halloween-Event ist hier jetzt nicht mit drin, da muss ich mal gucken, wie ich das hinbekomme. So, wir werden jetzt von hier aus erstmal nach Monheim fahren. Und hier sieht man schon, was man in Mannheim alles gezaubert hat. Also, wir fahren jetzt erstmal dahin, bringen das Zeug weg, dann sehen wir schon mal eine ganze Menge. Hier ist ein Steinbruch, hier die Autobahnen und so weiter und so fort. Genau, was man noch gemacht hat, man hat München vergewaltigt. Genau, man sieht es hier. Und wir haben hier, ich hätte fast gesagt, das Städtedreieck Berlin, Leipzig, Dresden. Da bin ich gespannt, was man da gemacht hat. Auch das werden wir uns natürlich in Ruhe angucken. Es gibt neue Fotopunkte. Und für heute sehen wir erstmal zu, dass wir nach Mannheim kommen, nicht leer. Sehen wir einfach mal zu. So, okay. So, das ganze Ding mal. Die Zielführung wurde gestartet. Ja, halt's Maul. Genau. Gucken wir mal, wo wir überhaupt raus müssen. Hallo, ich habe die Feststellbremse gelöst. Mal sehen, wir müssen, glaube ich, oder können hier hoch. Hoffe ich, dass wir das schaffen. Auch nicht zu weit abbremsen. Erstmal raus aus diesem Loch hier. So. Ich hoffe, das reicht aus hier. Wird ein bisschen brenzlig. Aber ich glaube, das klappt. Wunderbar, wir sind draußen. 337 Kilometer, die werden wir heute auf jeden Fall bis nach Mannheim fahren. Ich denke, wir schauen uns... Ja, wir kriegen ja auf jeden Fall was von der Stadt mit. Das bleibt ja nicht aus. Aber ich denke, wir werden heute durchfahren bis dorthin. So, hier haben wir einen Kessbohrer-Auflieger. Mit irgendeinem Gerät hinten drauf. Ja, Mensch, ich hatte heute Nachmittag schon mal eine Aufnahme gemacht bezüglich einer Halloween-Tour. Da muss ich mal sehen, dass ich die irgendwie fertig kriege. Ich weiß gar nicht, wie lange das Event läuft. Wir hatten ja auch schon mal, dass das in der Beta mit drin war. Das scheint hier jetzt tatsächlich so nicht der Fall zu sein. Finde ich ein bisschen schade. Der hält an. Wow, der war freundlich.
So. Ja, diese Strecke kennen wir, nichts Neues. Also, da überrascht uns jetzt nichts. Und 300. Ja, wir kommen, wir fahren. Wir haben gestern, ich glaube, gestern auch so lange gemacht. Genau, ich hatte eben schon mal eine Folge angefangen mit dem Halloween-Event. Dabei ist OBS abgestürzt, weil OBS war meinte, oh, ich habe mal wieder kein Signal. Dann hat OBS die danach folgende Aufnahme auch irgendwie versaut, dass ich den Rest gar nicht hätte anflicken können, ohne dass es irgendwelche Bild- oder Tonprobleme gegeben hätte. Von daher habe ich es dann bleiben lassen und war sehr überrascht, aber auch glücklich auf der einen Seite, dass das dann auf einmal hieß, well, wir haben hier die Beta ist draußen. Und ja, dann habe ich gesagt, cool. Dann machst du jetzt das Halloween-Event erstmal so nicht, sondern wir gucken uns Mannheim an. Ich muss mal sehen, wie ich das hinbekomme mit dem Halloween, weil ich will das ja auf jeden Fall machen. Das sind ja 13 Touren. Oder ich muss jetzt sehen, dass ich hier das, was wir hier jetzt machen, vorproduziere, dass ich sage, okay, den Rest von Mannheim als Beispiel mache ich dann offline, mache die Folgen für. Wäre schon wieder Freitag, klar, für Samstag, Sonntag, Montag meinetwegen fertig und kloppt mir am Wochenende dann dieses Halloween-Event rein. Da muss man mal schauen, wir gäbe ein bisschen was zu tun, aber naja. Und ich glaube, wir sind flott unterwegs. Ja, Mods, den Traffic-Mod habe ich tatsächlich rausgenommen. Der scheint hier jetzt erstmal für Probleme zu sorgen, weil beim ersten Einloggen mit dem ist hier quasi alles abgestürzt. Alle anderen laufen weiter. Außer die Russ-Map natürlich. Die ist natürlich logischerweise nicht mehr kompatibel, aber gut, die hatte ich jetzt in diesem Setting sowieso nicht drin. Ich glaube, jetzt ist er zu weit ausgeschwenkt. Kann das sein? Ist er. Okay. Aber ich versuche den jetzt einfach mal rumzuziehen. Ich habe keinen Bock zurückzufahren. Er hat funktioniert. Ganz wunderbar. Fahrzeug schwenkt aus, oder wie war das? Gut, so. Guck mal, 264 Kilometer noch. Also ihr müsst ja noch ein bisschen gedulden oder vorskippen. Habe ich ja schon mal gesagt. Es gibt ja den einen oder anderen, der hier tatsächlich ganz Links guckt ins und. Fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Kannst du mir mal erzählen, bitte, warum du mir jetzt erst Navigationshinweise gibst? Glaube, der hat sich gerade erschreckt, weil ich noch so rübergezogen bin, ha? Ah, das Navi-Ding muss ich wahrscheinlich auch rausnehmen, denke ich mir mal. Die Navi-Mod. Das könnte Probleme geben. Wir werden es erleben. Wir werden es erleben. So, wenn wir einen Blick auf OBS haben, dass er auch aufnimmt.
scheint es ein bisschen bergan zu gehen, wa? Mannheimer Berge. Ja, ich bin gespannt. Wir werden's erleben. Wir fahren ja jetzt rein in die Stadt. Ja, gestern, ich glaube gestern noch gerade drüber gequatscht, Mensch, da kommt bestimmt bald die Beta und ja, schwupps, ist sie da. Ja, Mann, das geht gut. Es geht wirklich gut. Die Autobahn ist frei, wie wir sehen. Also ich fahre lieber aus der in der Ego-Perspektive. Ganz ehrlich. Unsere Marion nicht. Die kann nur außen, also würde ich nicht hinkriegen, echt. Ja, so geht das natürlich. Sag mal, bist du bescheuert oder was? Warum bremst du, Idiot? Alter, nee. Aber so passieren Auffahrunfälle. Es wird einfach plötzlich gebremst. Man bleibt einfach stehen. Es ist ein schöner, schwerer Unfall geworden, du, ganz ehrlich. Ich hoffe mal, dass wir unsere Fracht nicht zerstört haben. Was der Depp da hinten macht, weiß ich nicht. Wenn er tot über der Leitplanke hängt, ist mir das egal. Fahren ohne Licht, warum? Uhr, es ist taghell. Warum soll ich Licht anmachen? Vor allen Dingen schwant mir da wieder was. Ich sag nur F4. Also dieses Menü könnten sie getrost abschalten. Das braucht die Welt nicht, ey. Echt nicht. So, 150 Kilometer noch. Dann sind wir da. Gehen wir ein bisschen. Dann links fahren. Rechts fahren, dann links fahren. Wetten? Warte mal, wenn ich jetzt hier hochfahre. Ach nee, wir werden da hinten rausgehen. Links, Okay. links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Ja. Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Wow, haben wir hier einen Schwung. Alter, ich glaube, hier geht das ein bisschen bergab. Kann das? Lass einfach mal rollen. 88 sind das nur. Das kommt mir vor wie, keine Ahnung, 560 hier, Überschall oder sowas. Ich lass einfach mal rollen, mal gucken, was wir rauskriegen. 84 km/h nur. Rechts fahren, dann rechts abbiegen. Es kommt mir schneller vor. Jetzt rechts abbiegen. Die war gelb, die war nicht rot. Aber es war mir klar, dass das passiert. Warum kam mir die Geschwindigkeit eben so schnell vor? Ich meine, das war ja so, wie wir eigentlich immer fahren, ne? So 18, so 90 Stundenkilometer. Wir waren ja sogar drunter. Was hier noch ein bisschen fehlt seitens SCS sind tatsächlich so auf dem Land so Maschinen wie Traktoren, Mähdrescher und sowas. Hier scheint es auch bergan zu gehen, weil wir kommen nicht richtig voran.
Ach ja, Lodi. Wunderbar. So, noch 90 Kilometer bis zum Ziel. Aber wir werden vorher schon eine neue Strecke bekommen. Und mal gucken, ob wir drüber kommen oder ob wir abkacken. Wegen dem Navi-System. Wir werden es erleben. Hui. War ein bisschen flott. So, und hier vorne beginnt schon neue Strecke. Die letzten 76 Kilometer fahren wir schon auf neuen Gefilden. Gucken wir uns das doch mal an, was die hier gemacht haben. Meine Frage wäre jetzt eigentlich, war die Strecke schon immer da? Ist die umgebaut worden? Was ist hier passiert? Oder ist die neu hinzugekommen? Nach 200 Metern rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Warum sind meine Bremsen auf einmal wieder so schlecht? Der Kunde soll die Klappe halten, Mann. Ich bin doch unterwegs. Hier ist ja mal richtig Betrieb, wa? So, was haben wir da? Frankfurt am Main, Basel, Karlsruhe, Nürnberg, Stuttgart. Na, guck. Wir müssen irgendwie rüber. Ehrlich? Hier runter? Jetzt rechts abfahren. Von geradeaus sagt er aber nichts, ne? Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Hätte mich noch vordrängeln sollen. Und dem Straßenverlauf weiter folgen. Ich werde. Scheiße. Die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Naja. Sie dem Straßenverlauf. Der führt uns jetzt einmal durchs Kleeblatt. Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Naja, ist mir klar. Aber wir werden da so ohne weiteres nicht durchkommen. Also es gibt keine Umleitung, die wir im Moment fahren könnten, oder wie? Ja, wir kommen gleich wieder dahin.
Jetzt rechts fahren und dem Straßenverlauf weiterfolgen. Warum Aufliegerschaden? Von was? Oder normaler Verschleiß? 1% kann eigentlich nur... Weil ich habe nichts scheppern hören. Das kann eigentlich nur normaler Verschleiß sein. Durch unsere wilde Fahrt hier. Also, ich muss mich da gleich irgendwie an denen vorbeimogeln. Jetzt weil rechts fahren und dem Straßenverlauf weiterfolgen. Das Navi hier müsste solche Eventualitäten mit einplanen, ne? Damit kommen wir jetzt bestimmt zu spät, weil das hätten wir uns sparen können, tatsächlich. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf folgen. Super. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Aber ich glaube, wir sind nirgendwo angeeckt. Das war schon mal gut. So, OBS nimmt noch auf. Wunderbar. Liebe Leute, an dieser Stelle schon mal, ne? Vielen Dank für eure Abos. Wer noch nicht abonniert hat, dann rechts abfahren. Einfach mal draufklicken auf den Abo-Button. Kostet euch nichts. Lasst ein Däumchen da, lasst ein Like da. Lasst einen netten Kommentar da. Stopft dieser diesen 200 Metern rechts abbiegen. Stopft diesem Navi das Maul. Was ist hier denn los? Jetzt rechts abbiegen. Gut, wir sind gleich da. Und den Rest von Mannheim gucken wir uns dann morgen an. Mal einen Blick so werfen. Das ist schon mal, das scheint schon mal neu zu sein irgendwie. Ja, ist ja alles umgekrempelt. Da ist ja nichts Altes mehr übrig. Kannst du vielleicht mal grün machen? Und hier scheinen später auch noch mehr Straßen hinzukommen. Das ist noch nie alles. So, wir müssen hier runter. Links fahren, dann links abbiegen. Ich blink schon mal, wa? Jetzt links abbiegen. Wollen wir uns auch mal von außen angucken. Delikatessen, okay. Wie
gibt es. Die machen so viele neue Gebäude, das ist schon irre. Nach 200 Metern links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Ich werde jetzt vor die Schranken geballert. So, rein aufs Gelände. Nach 200 Metern links abbiegen. Genau, wir werden das jetzt hier noch abladen. Links abbiegen. Und dann noch zu unserer Garage fahren. Die scheint uns ja eventuell noch zu gehören. Da müssen wir mal gucken. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ja, wie schön. Muss ich noch gucken, wo ich mit dem Mist hin muss. Und offensichtlich irgendwo hier, wa? Wo soll das Ding hin? Jetzt sagt nicht, ich soll mit dem Schiff hier rückwärts in der Halle. Ach, ich soll mit dem Ding rückwärts in die Halle. Na super. Der hat mitlenkbare Achsen, wa? Ein bisschen aufpassen, dass ich denen ihre Kisten da nicht mit umniete. Toll. Kann mir einer sagen, ich hänge aber nirgendwo fest tatsächlich. Warum komme ich denn da nicht rum? Ja, das war jetzt wieder zu nah. Ja. Andersrum gesagt, ich hätte hier auch von der anderen Seite einfach reinfahren können. Aber okay, das wäre ja langweilig gewesen. Gut, in diesem Sinne, liebe Leute, ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen. Wir gucken uns morgen erstmal hier weiter. Ne, wir fahren jetzt noch zur Halle und dann machen wir das. Genau, Abo-Däumchen hatte ich angesprochen. Das noch eben hier abstellen, genau. Wir haben das verspätet. Ja, da kann ich aber auch nichts zu. Da ist der Stau schuld dran. Das passiert, liebe Leute. 17 Minuten. Ja, das wäre der Stau. Eindeutig. Ganz eindeutig der Stau. So. Wir ballern jetzt erstmal zu unserer Garage. Ja, und jetzt in diesem Sinne, tschüss, bis morgen, bleibt gesund und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.